Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 7 und jetzt gehen wir zu diesem Krater und jetzt bin ich auch sehr gespannt, was hier passieren wird. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Hä? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Hey, Cait Sith, was jetzt? Moment mal. Scarlet, hi Thatcher, was ist los? Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Nicht zum Präsident, zu Sister Ray. Huch, was ist los, Reef? Du redest so komisch. Das ist alles unwichtig. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von alleine zu. Moment mal, das wäre unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen oder es geht nicht. Das geht nicht, er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Hey, ruf den Großrechner an. Wie? Warum erteilst du Befehle? Ist mir egal, wie es anstellt. Da ist der Hojo. Der Hojo. Ahahaha, warte nur, Sephiroth. Ich werde dir mehr Marco geben, als dir lieb ist. Hojo, halt! Die Kanone! Nein, Midgar ist in Gefahr! Ahaha, 1 oder 2 Midgars, ein lächerlicher Preis. Hojo, Hojo! Zeig's mir, Sephiroth. Er ist nah. Überschreite die Grenzen des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Der wahnsinnige Doktor. Die Doktoren sind immer wahnsinnig. Hey, tu was, du große Katze. Wir sinken. Hojo macht das alleine. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Könnt ihr den Makoreaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Du bist von Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Wir haben einen langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht, uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Du verdammter Narr, verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal, wenn du ein Mann bist. Nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Liegt dir denn überhaupt nichts daran? Niemals. Wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du nicht einfach das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. 29? Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn sie erst einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Und wir können nicht versuchen, das Ausströmen der Energie zu verhindern. Eine Explosion! Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Verdammt! Vergiss es, die Kanone! Wir müssen nach Midgar, das ist jetzt das Wichtigste! Musst du erst Hojo stoppen. Sieht aus, als wären Cloud und die anderen auf dem Weg. Kommt mir nicht in die Quere. Sei nicht albern, seit wann erteilst du hier Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen. Das ist privat. Der Präsident ist tot. Mir redet keiner mehr rein. Ich werde dir neue Waffen einsetzen. Was ist hier los? Was ist hier los? Hey, warte! Cloud, alle, es tut mir leid. Aber... Wie jetzt? Was? Aber du wirst kommen, oder? Ich weiß. Oh, jetzt die Motivationsrede. Hey, ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach Midgar. Hm?
Und hier ist jetzt gar nichts mehr, oder? What? Das war's? Ja. Gut, gehen wir nach Midgar. Ich dachte, wir können da jetzt rein und so und... Immer diese komplexen Gespräche hier. Ich wollte euch auch noch gerne etwas darüber erzählen, was wir das letzte Mal so entdeckt hatten. Mit Vincent und so. Da habe ich mich noch mal ein bisschen belesen und habe das jetzt etwas besser verstanden. Falls ihr das noch nicht verstanden habt, erzähle ich das gerne auch noch mal. Aber erstmal suche ich Midgar. Wo ist denn Midgar nochmal? Das war doch hier irgendwo. War das nicht hier? Ja, da. Ist das nicht Midgar? Wir haben Midgar erreicht. Selbst wenn wir es daran schaffen, Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, um in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hehe, wozu haben wir wohl die Highwind? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft. Okay, wir springen mit Fallschirm über Midgar ab. Ja, cool. Yeah, voll die Gang. Und Vincent bleibt da, oder? Nee. Sieht voll witzig aus, der ganze Trupp. Betrifft die Auswahl folgende Mitglieder, Gruppenmitglieder austauschen. Ja? Nee, wir lassen das jetzt mal so. Ich hatte das schon, ja, genau, so entschieden. Obwohl ich nicht weiß, ob Sid jetzt eigentlich hätte mitgesollt. Ich weiß nicht, er wollte ja eigentlich dahin. Naja. Egal. Aber die gehen ja eh alle, sehe ich gerade. Yay! Hi, Delcher ist hinter euch allen her. Darum ist es draußen gefährlich. Lasst uns in den Untergrund gehen. Okay, gehen wir in den Untergrund. Hier können wir speichern. Werden wir das mal tun. Hier könnten wir ja die Leute auch noch austauschen eigentlich. Was sagt Sid? Ja, bringen wir es hinter uns. Ja, Mann. Es war also Hoju, der nach all den Jahren diesen Wirbel veranstaltet hat. Ja, sicher. Klingt seltsam, wenn ich sowas sage, aber das alles erinnert mich an Midgar. Das macht mich richtig krank. Hier geht's rein. Bitte, schnell zur Marco-Kanone. Gut, machen wir das. Eigentlich ist Tifa, finde ich, gerade gar nicht mal die richtige so für diesen Job. Aber... Wo möchte ich überhaupt lang? Ich laufe einfach mal. Aber ich habe sie halt so ausgerüstet, dass sie halt auch Leute wiederbeleben kann und so. Und ich habe ihr auch die Raubmaterie gegeben. Von daher... Ja. Nee. Red habe ich die Raubmaterie gegeben. Auch gut. Schweigemaske gestohlen. Wir machen ja ganz gut Schaden, egal mit wem eigentlich. Das ist alles in Ordnung. Wir brauchen teilweise nicht mal zaubern. Wie ihr seht, ist Cloud auch richtig gut dabei. Mittlerweile 999 MP und über 8000 HP.
Das ist schon okay so. Ah, ich kann hier hinten lang. Ja, danke. Ich will an die Kiste und dann kriege ich erstmal einen Kampf reingedrückt. Und das war's schon. Sind ja nicht super stark hier, wie es scheint. Da kenne ich schon andere Gegner. Mega Elixier, das ist ja aber auch... Haben wir jetzt auch schon öfters, oder ich habe das schon öfters erhalten. Kann ich hier auf die Leiter? Nein, kann ich nicht. Ach, nach links zur Kiste kann ich auch. Das ist auch gut. Und ein Elixier sind ja nicht so super tolle Sachen. Also ich meine, es sind gute Sachen, so ist es nicht, aber dafür halt die ganze Zeit immer kämpfen. Wieso habe ich ihn denn geheilt? Den wollte ich doch gar nicht heilen. Ich wollte mich heilen. Weil ich verwirrt bin. Deswegen tue ich das. Na sowas. Die Tiefe wurde verhext. Und war ganz duselig im Kopf. Gut. Muss ich wohl doch nochmal einen anderen Weg nehmen. Geht nicht anders. Alles sehr weitläufig hier. Ich nehme halt auch immer mal so Leute in meine Gruppe, die eben nicht jetzt den besten Schaden haben, einfach damit sie auch mal ein bisschen ableveln und stärker werden. Wenn man die Schwachen immer draußen lässt, dann werden die auch nicht stärker. Ich habe eigentlich mit allen aber immer unterschiedlich trainiert, also... Schlecht ist keiner mehr von denen. Mann, ist das groß hier. Gehe ich nochmal an die Kiste da oben. Ich muss bestimmt durch diese rote Röhre, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Oder so, ich weiß es nicht. Je mehr Kisten wir geöffnet haben, desto eher sind wir auch schon alle Wege gegangen. Aegis-Armband, was ist das denn Tolles? Das kenne ich noch nicht. Was ist das? Das ist... Hat vier Fassungen, das Ding. Also schlecht ist es schon mal nicht. Neutralisiert Feuer, Eis, Heilig, Schwerkraft, ja. Ich finde das aber, was ich habe, ganz gut so gerade, wie es ist. Aber trotzdem finde ich es gut, dass ich es habe. Was man hat, hat man. Das war's schon wieder. Ich habe nicht mal geschafft, ihm was zu klauen. Jetzt sollen wir die doofe Kanone aufhalten. Warum müssen wir eigentlich immer alles machen? Aber wir sind auch mittlerweile schon ganz schön viele. Ich weiß gar nicht, wie viele.
Was ist mit hier? Kann ich hier auch lang? Jo. Oh, oh. Runtergeplumpst, runtergeplumpst. Dann müssen wir wieder nach oben. Wo kommen wir jetzt hoch? Bei den roten Eingang-Dingens? Das wäre gut. Nee, doch, doch, kommen wir. Haha. Sehr gut. Nicht gut. Es geht immer sehr schnell. Ich glaube, würden wir weniger Schaden machen, würden die Dinge sich bestimmt unter ihrem Kanaldeckel verstecken. Aber so reicht schon ein Schlag. Noch mehr Kisten. Sternenmegafon klingt sehr gut. Und ein Elixier. Okay, Sternenmegafon. Das ist bestimmt für Kate Sith, nehme ich mal an. Ja, sieht so aus. Gut. Dann gehen wir hier runter. Hätte ich auch noch die Leiter hochgehen können? Moment, na, jetzt ist zu spät. Kann ich nochmal hoch? Ja. Ich will nochmal die Leiter einmal hoch. Und wissen, wo ich dann rauskomme. Ich finde das ganz gut, dass die hier gerade nicht so super stark sind. Kommen wir ein bisschen schneller durch. Gehst du nicht mehr die Leiter hoch? Doch. Ich meine auch damit nicht die Leiter, sondern die Treppe da vorne. Weil wir sind doch jetzt aus der roten Röhre gekommen. Führt dann die Leiter hin? Vielleicht irgendwo zu einer grünen Kiste, wo ich noch nicht war? Nee, zu einem Fragezeichen aber, was ich auch nicht schlecht finde. Immer wenn man gerade vor der Kiste dem Fragezeichen oder sonst irgendwas ist, genau dann kommen sie. Die Schweine. Oh oh, er macht eine Fragezeichen-Attacke, die wir nicht kennen. Ich habe sie doch gerade geheilt gehabt. Leute. Hey, ich wollte sie wiederbeleben. Tifa, bitte stirb nicht. Wir haben nur zwei weibliche Charaktere in diesem Spiel. Naja, eigentlich drei, aber, ne? Die eine ist ja auch schon weg. Ich habe doch hier so ein... Genau, nehmen wir mal so ein X-Trank. Dann ist alles wieder gut. Und speichern einmal ab. Dann müssen wir es nicht alles nochmal machen, falls irgendwas passiert. Das ist doch auch gut. Wo geht diese Röhre denn hin? Da waren wir doch noch nicht. Da waren wir noch nicht. Wo wir noch nicht waren, ist auch immer gut. Das ist ja interessant. Wäre ich jetzt auch hier hingekommen, hätte ich den... Cloud? Och nö, ne? Ich hasse das, wenn das Spiel stehen bleibt. Ich hasse das echt. Total blöd. Jetzt muss ich das nochmal machen, aber Gott sei Dank habe ich gerade gespeichert. Deswegen sollte man immer speichern, wegen solchen bekloppten Bugs wie diesen hier. Ach, bis gleich. So, da bin ich wieder. Diesmal ohne Bug. Oh nein, da sind sie. Was sollen wir nur tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Ach, den kennen wir ja auch schon. Diesmal werden sie uns aber nicht laufen lassen. Elena, reiß dich zusammen. Wir sind Turks, Elena. Ja, du hast recht. Na los, wir haben zu tun. Wenn's unbedingt sein muss. Unsere Order war, euch zu suchen und zu
töten. In unserer Firma mag es drunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Das ist der Geist der Turks, glaubt mir. Worauf wartest du? Okay, lass es uns zu Ende bringen. Wir kämpfen nicht. Diese Entscheidung werde ich aber im nächsten Part entscheiden. Und dann sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.